Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute wieder mit einem besonderen Gast. Ich freue mich, dass Herr Dr. Bender heute wieder den Weg zu mir gefunden hat. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Was denken Sie denn, was wir heute kochen können? Leckere Sachen. Leckere Sachen. Also wir haben wie immer für Sie ausgesucht, was sehr gemüselastiges. Ja, Rosenkohl-Curry. Rosenkohl-Curry. Und wir haben es in zwei verschiedenen Varianten heute. Einmal für die Vegetarier-Fraktion mit Räuchertofu. Und dann gibt es hier nicht nur Vegetarier. Was könnte man noch machen statt Räuchertofu? Hähnchen. Ausnahmsweise nehmen wir mal Hähnchen. Alternativ zum Tofu. Das ist auf jeden Fall fast so eiweißhaltig wie der Tofu. Nur wir haben halt wieder das tierische Eiweiß statt dem pflanzlichen Eiweiß. Aber es, denke ich, kann jeder für sich entscheiden, ob er Fleisch isst oder ob er kein Fleisch isst. Und darum wollen wir heute das Rezept in zwei Varianten anbieten. Wenn wir es hinterher essen, wir essen es dann in der gemischten Variante. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr lecker für uns. Aber wenn man schon mal Fleisch oder Hähnchen oder Geflügel besorgt, kaufen Sie es am rechten Fleck, regional, zu Hause. Das ist immer gut. Kostet vielleicht ein paar Euro mehr, ist es aber immer wert. Das ist auf jeden Fall so wie alle anderen Zutaten auch. Wir haben heute Rosenkohl. Rosenkohl können Sie tiefgefroren kaufen, können Sie frisch kaufen. Es ist immer die Frage, wo Sie Möglichkeit haben. Wenn Sie im Supermarkt Rosenkohl... Also ich bin definitiv fürs Tiefgefrorene. Lässt sich einfacher verarbeiten, ist immer frisch, wird frisch geerntet und wird frisch eingefroren. Frischer geht nicht. Und es lässt sich leichter schneiden, finde ich. Man hat weniger Abfall, das ist das eine, was man berechnen muss. Man hat einfach keinen Schälverlust. Und es ist wirklich so, dass der zum optimalen Erntezeitpunkt geerntet und verarbeitet wird. Wohingegen, wenn Sie manchmal in den Supermarkt stehen, da gehört Rosenkohl nicht zu den beliebtesten Gemüsen. Und dann liegt der da manchmal eine Woche, 10 Tage und dann ist eigentlich wenig Gesundheitswert noch drinnen. Drum greifen wir heute auch auf die tiefgefrorene Variante zurück. Mhm. Der Rosenkohl, damit er trotzdem gart in der Zeit, müsste halbiert werden. Das würde ich Sie jetzt mal machen lassen. Das mache ich. Das geht wunderbar mit dem Tunnelgriff, ne? Sie sich einfach, ich glaube, den einen haben wir raus, ja. Ich stelle Ihnen die Schüssel oder ich... Sie machen noch was anderes mit. Ich mache noch was anderes nebenher. Ich kümmere mich zwischenzeitlich um den ungeliebten Tofu. Ich habe hier ein Stück Räuchertofu. Der wird vorher kross angebraten und kommt dann heraus und wird dann am Schluss dem Gericht wieder zugefügt. Wenn Sie Tofu kaufen, also ich kaufe sehr gerne, wenn ich einen kaufe, dann den Räuchertofu, denn da haben Sie den Geschmack vom Räuchern einfach mit drinnen. Bei vielen Rezepten, vielleicht haben Sie Kinder oder Verwandte, die manchmal zu Besuch kommen, die gern vegetarisch essen und man hat trotzdem in vielen Rezepten so einen Anteil von geräucherten Speck, denke ich an den Lauchkuchen oder an so einen Zwiebelkuchen. Da gehört einfach der Räuchergeschmack mit dazu und da kann man mit geräuchertem Tofu richtig gut arbeiten, ohne dass man auf Fleisch zurückgreifen muss. Man muss ja auch nicht immer verraten, was drin ist. Genau. Wenn es dann gut schmeckt, kann man es hinterher immer noch sagen. Ja, aber das so als Tipp am Rande, würfeln Sie den Tofu dann schön fein, wie Sie halt Schinkenwürfel oder Speckwürfel machen würden, braten Sie es an, geben es mal zu Ihrem Lauch und Sie haben eine super Lauchtorte und keiner weiß, woher der Schinkengeschmack kommt. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir vertragen die gemischte Variante. Ja. Wir haben wieder radikale Vegetarier, noch radikale Fleisch bevorzuge, sondern wir wollen einfach Genuss an allem haben. So schaut's aus und das kann man ja auch mit vielen verschiedenen Sachen machen. Vor allem, man sollte neugierig bleiben beim Essen. Es ist zwar schön, dass man immer das isst, was man gerne mag, aber wenn man ein bisschen aufgeweckt ist und ein bisschen nach links und rechts schaut, dann werden einem auch Sachen über den Weg laufen, die man noch nicht kennt und die trotzdem sehr lecker sind und die kann man dann ergänzend zu seinen Lieblingsgerichten. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und auch da wieder der Tipp, halten Sie sich nicht immer unbedingt an die Rezepte. Das Einzige, wo man sich wirklich dran halten muss, ist, wenn man Kuchen backt, da müssen die Verhältnisse der Mengen zueinander stimmen. Oh ja. Bei allem anderen ist es aber eigentlich egal. Wenn da steht Rosenkohl und Sie haben Brokkoli, ja mein Gott, dann machen Sie es halt mit Brokkoli und passen einfach die Garzeit an. Wobei Brokkoli extrem gesund ist. Ja, ist auch sehr entzündungshemmend, die Stoffe des Brokkolis. Wären also auch für die antientzündliche Ernährung bestens geeignet. So ist das. Ja, Tofu wird aus fermentierten Sojabohnen hergestellt.
Sie können aber auch, wenn Sie sagen, ja, bei den Sojabohnen weiß ich immer nicht, ist es gentechnisch verändert oder ist es nicht, wo kommt es her, können Sie Tofu auch sehr gut selbst aus Linsen herstellen. Da eignen sich die roten Linsen auch sehr gut dazu oder gelbe Linsen. Es wird eine Paste gekocht, da kann ich Ihnen das Rezept mit einstellen, die lässt man dann trocknen und presst sie auch und dann wird sie fest und dann kann man es verwenden wie Tofu-Würfel. So, ich brate hier an. Was brauchen wir denn noch für unser Rezept? Wir brauchen noch eine Zwiebel. Noch was reiben und Zwiebelschellen. Ich will nur hier den Tofu knusprig anbraten. Dann habe ich hier noch das Geflügel, bisschen Putenbrust. Die schneide ich auch in Würfel. Kann man eigentlich zum Tofu gleich dazugeben. Denn es wird beides erst am Schluss wieder beigefügt. Ja, ich hätte es auch gewusst. Man lässt nach Möglichkeit eben ein kleines Stückchen dran. Unten die Wurzel immer dran stehen. Da hält alles gut zusammen und geht dann leichter hinterher. Das ist definitiv richtig. So, jetzt haben wir fast alle Zutaten vorbereitet. Ich habe Hähnchen und Tofu schon mal angebraten. Ja, man sieht den Unterschied gar nicht so recht. Ne? Das hellere ist dann wahrscheinlich eher das Hähnchen. Ja. Und das dunklere eher der Tofu. Genau, weil er geräuchert ist. Fällt gar nicht auf. Nö, fällt überhaupt nicht auf. Und wenn es auch richtig gewürzt ist oder durch das Geräucherte, hat man auch ein Geschmackserlebnis. Mhm. Jetzt haben wir den Rosenkohl. Wir fangen jetzt aber an, dass wir die Zwiebel anbraten im Fett. Und dazu können wir gleich, ich gebe sie rein. Wir haben dann gleich noch Knoblauch und Ingwer dazu. Alles gesunde Gewürze, weil bei Knoblauch und Ingwer kennt man immer einen Mann, der in München arbeitet. Zurzeit vielleicht nicht das beste Thema, aber gut. Ja. Passt trotzdem gut zusammen, kann man nichts sagen. Soll ich da drauf reiben? Oder ja, können wir gleich da drauf reiben. Die Menge dessen, was wir wollen, wäre? Ja, eigentlich schon kräftig. Kann ich zugreifen? Ja. Mache ich gerne. Ich gebe gleich noch den Knoblauch mit rein dazu. Ja, auch entzündungshemmende Dinge. Über Knoblauch gibt es ja ganz viele Gerüchte. Ja. Da werden Sie ja 100 Jahre alt, wenn Sie jeden Tag eine Knoblauchzehe essen. Mag sein, ich habe es noch nicht erlebt. Ich warte es noch ab, bis die 100 bei mir da sind. Muss ich noch ein bisschen üben bis dahin. Ich frage mich, ob dann 95 nicht auch reichen würden. Ja. Dann wird man nicht jeden Tag die Knoblauchzehe essen muss. Nein, aber oben licht und unten dicht geht auch mit 100. Ja. Unabhängig davon gibt es vielen Speisen einfach eine gute Würze und gehört einfach dazu. So, ich denke, sind wir gut vom Ingwer? Schauen Sie mal auf die Rückseite, was hängen geblieben ist. Ja, okay. Nein, das ist viel dauern. Da können wir schon noch mal ein bisschen. Ich würde allerdings, das wird sich nicht ganz so sanft. Ich mache da noch mal ein bisschen nach. Was noch mit reinkommt in unser Gericht, ist dann etwas rote Currypaste. Aha, Curry, ganz wichtige Gewürze drin, sehr viele. Curry ist ja Unterschied wie Tag und Nacht, wo Sie den kaufen, was da alles drin sein kann. Es gibt ja tausende von verschiedenen Curry-Mischungen. Ganz verschiedene Curry-Mischungen. Ja. Eben, das sollte man sich angewöhnen, dass man einfach sich mal den Namen der Mischung merkt, wenn man kauft, wenn einem die gut geschmeckt hat. Genau. Curry Madras oder Curry Elefant oder was da alles gibt. Die ganz verschiedensten Sachen. Aber wichtig ist mir auch hier, dass wir die Gewürze immer kurz mit anschwitzen. Und mir gibt auch eine schöne Farbe für die Zwiebeln. Ja, mir fehlt das wichtigste Werkzeug. Ohne Teigschaber geht hier gar nichts. Ich mache da noch ein bisschen von dem Kurkuma rein. Ja, Kurkuma habe ich auch in der frischen Variante heute mal besorgt. Ja, selten, wo kriegen Sie das her? Gibt es in gut sortierten Vollsortimenten, muss man sagen. Bei uns in der Gegend kriegt man den. Ingwer, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, gibt es mittlerweile auch aus dem Knoblauchland. Gibt also. Doch. Ja, gibt Firmen, die auch im Knoblauchland Ingwer anbauen. Kurkuma macht übrigens hässliche Flecken. Ja, die kaum. Und Kurkuma ist auch das, was den Curry gelb macht. Ja, genau. Also. Vorsicht. Es kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu. Sehr leckeres Gewürz, auch sehr gesund. So eine Mischung zwischen Kreuzkümmel und Koriander und Nelke, nein, nicht Nelke, was war es denn gleich noch? Mir fällt es nicht ein, Mischung aus Kreuzkümmel, Koriander und Muskat. Ist eine gute anti-entzündliche Mischung. Wenn Sie das jeden Tag eine Messerspitze von nehmen, haben Sie sich was Gutes getan für Ihre Gelenke.
Also nachdem wir jetzt hier keine Kohlenhydrate dabei haben, könnte ich mir jetzt hier noch super guten Kartoffelbrei mit richtig viel Muskatnussabgewürz vorstellen. Mhm. So als bei einem Kartoffelbrei, da scheiden sich jetzt die Geister, wie man den jetzt macht. Den kann man jetzt so machen, dass er fettfrei ist, oder man kann ihn auch mit sehr viel Butter sehr sämig machen. Mhm. Also die zweite Variante wäre vielleicht nicht das, was wir jetzt unbedingt bevorzugen würden, wenn wir über Arthrose geeignete Gerichte sprechen. Also das riecht jetzt schon orientalisch. Riecht nach Urlaub, oder? Ja, unbedingt. Und nachdem wir den tiefgefrorenen Rosenkohl genommen haben, hatten wir eigentlich kaum Arbeit. Ja. Tofu ist küchenfertig, Rosenkohl ist küchenfertig, die Zwiebel, das bringen wir noch hin, die Gewürze reingeben. Jetzt gieße ich hier. Wir sind ja live dabei, also wir haben jetzt nicht so lange gekocht. Nee, mit Kokosmilch auf. Gebt noch etwas Wasser oder Gemüsebrühe dazu. Das müssen Sie entscheiden, wie Sie zur Gemüsebrühe stehen. Manche sagen immer, es gibt mir eine gewisse Grundwürze. Andere sagen, ich möchte diese Stoffe nicht haben. Aber auch bei den fertigen Gemüsebrühen gibt es große Unterschiede. Gucken Sie drauf, dass kein Hefeextrakt drinnen ist. Ist ja nur ein anderes Wort für Glutamat eigentlich. Ja. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Oder wenn Sie so wie ich einen Garten haben, dann machen Sie Ihre Gemüsebrühe im Herbst selber. Trocknen Sie alles, was man dazu braucht, eben durch den Fleischwolf oder im Mixer über Nacht im Backofen bei 50 Grad trocknen, dann wieder fein zermahlen, hat man eine super tolle Gemüsebrühe. Ja, aber man kann sich die Gemüsebrühe natürlich auch aus dem Supermarkt selber machen mit Gemüsen, die man dort einkauft. Ja. Ist vielleicht jetzt, klingt erstmal ein bisschen anstrengend, weil man muss ja alles zerkleinern, aber Sie müssen es ja nicht in kleine Würfel schneiden, sie können schon größer sein. Und das, was rauskommt, ja, außer würfeln und ein bisschen aufstellen und warten, bis es fertig ist, das war es ja schon an Arbeit. Genau. Ja. Und da ist kein Geschmacksverstärker dabei und keine Zutaten, die Sie nicht mögen, sondern es ist alles original. Und wenn Sie es jahreszeitlich entsprechend einkaufen, ist es auch noch, ja, wie soll man sagen, CO2 gedacht, unglaublich gute Variante. Ja, auf jeden Fall sehr. Ja, und man kann es in zwei Varianten bevorraten. Sie können es entweder gemixt mit Salz vermischt, feucht aufbewahren. Mhm. Dann haben Sie aber halt einen höheren Salzanteil drin. Oder in der anderen Variante, dass Sie diesen Mix dann trocknen und dann wieder im Mixer pulverisieren, diese getrockneten Platten. Und dann ist es eigentlich unbefristet haltbar und Sie müssen es auch nicht kühl stellen, sondern können es ganz normal. Ich habe noch Variante Nummer 3. Wenn Sie schon mal beim Stäbeln sind, dann frieren Sie es hinterher ein. Das können Sie eingefroren direkt wieder rausholen. Das als können Sie das gleiche wieder als machen. Als Brühwürfel machen, genau. Ja, genau. Okay. Wir haben den Rosenkohl hier soweit fertig. Jetzt gebe ich den angebratenen Tofu wieder mit rein. Das Ganze muss jetzt so ungefähr 15 Minuten köcheln. Mhm. Und dann schauen wir es uns an, wie es fertig aussieht. Also es sieht jetzt schon gut aus. Es sieht traumhaft aus. Schöne Farbe. Riecht auch so. Der riecht auch ganz toll. Sehr bunt. Ja. So, jetzt rühren wir noch unseren Tofu und das Hähnchenfleisch drunter. Dass das Hähnchen vor allen Dingen auch ganz durch wird. Ja, und ich denke so, in 10 Minuten wird das Ganze fertig sein. Da können wir dann essen.